So Leute, willkommen zurück zu Let's Play Alan Wake's American Nightmare. Willkommen zurück zur schönen Stadt Night Springs von Arizona. Naja, wir befinden uns gerade woanders, nämlich wieder bei der Sternwarte. Und ja. Achso, die haben wir schon bekämpft hier, das ist klar. Ich werfe mal eine Bombe dahin. Scheiße. Mit der Kettensäge, Junge. Vergiss es. Naja, und dann müssen wir halt noch die paar Manuskripte einsammeln, die noch übrig sind. Das sind nicht mehr so viel, ich glaube. 10, nee, naja, gut, 20 oder so müssen wir noch einsammeln. Zeigst nicht an, wie viele ich habe. Nein, ich muss nicht. Alles Nötige einsammeln hier. Weiter geht's. Also sind noch so 10 Seiten. Hier geht's wieder nicht weiter, dann oben auf der Treppe vielleicht. Ich richte nur die Kamera, weil es immer sehr eigentlich schwer ist zu sehen, ob ihr mich erkennen könnt oder nicht. Wow. Die werden doch vom Licht geblendet, aber die schrecken dann trotzdem nicht zurück. Die halten sich zwar die Arme vors Gesicht, aber sonst würden die auch angreifen. Diese stärkeren Gegner. Ach, euch habe ich schon vergessen, die so allergisch aufs Licht reagieren. Ja, weich doch aus, mein Gott, die Tasten sind eingerastet. Eingerostet, nee, aber eingerastet. Das heißt, ich kann die nur beschränkt oft benutzen, irgendwie. Also nur jetzt zum Beispiel. Das ist echt schade, aber das geht bei der Tastatur nicht anders. Ich muss mal bald eine neue kaufen. Wie ich schon im letzten Part gesagt habe. Karabiner. Nee. Ah ja, dann lass uns mal zu Dr. Meadows gehen. Was hier abgeht. Ach so. Das hättet ihr mir auch früher sagen können. Okay, dann wollen wir jetzt mal die Sternwarte testen. Die Musik. Da spielt eine Musik im Hintergrund, vielleicht wird die auf YouTube gemutet, das tut mir dann leid.
schade, dass die Musik gemutet wird, echt. Ja, die stehen denn jetzt doch voll unterm Licht, ey. Wieso werden die nicht geblendet? Ist aber komisch. Die stehen direkt unterm Licht. Ich verstehe es nicht. Okay. Hiermit erfahren wir die Lieblingsmusik von Alan Wake, also nur ich eigentlich. Fuck. Wow. Sehr gut, unser Leben ist wieder voll. Puh. There, I have it. But I wish these things would stop blatantly violating the laws of physics in my observatory. That's just rude. Are you all right? I'll live. I'm glad. I'll send the lift down to you. I remember our previous encounters very clearly now. But technically, if this really is a loop in time, we've never met before. I don't know why our awareness persists, but it's bloody fascinating. Wie du meinst, Doktor. Wie du meinst. Doctor? You know physicists who would give 15 years of their lives for a chance to experience something like this. I'd imagine that being stalked by horrible axe murderers would curb their enthusiasm a little. Clearly you've never met hardcore physicists. I'm glad you're in such good spirits, but... The signal! Yes, it's completed! Finally! In a strange way, he feels at ease. He is armed with his own words, and when the time comes, they will be enough, or they will not. For now, he's content to let the currents take him toward the final confrontation. The final confrontation. Also wird es doch der finale Part sein? Ich bin mir nicht sicher. Müssen wir doch dem heiligen Mr. Scratch noch zuletzt begegnen? Once more, we return to the drive-in. If he's aware of the absurdity of arming oneself with a few sentences and standing against a power that can pierce time itself, he doesn't show it. The man has his share of weaknesses, perhaps more, but cowardice is not among them. Oh, you got yourself a little plan, do you? Alter. Shit. Ja, ich kann die Tasten leider nicht so oft benutzen. So sehr ich mich auch anstrenge.
Okay, nochmal. Macht ja nichts. Once more, we return to the drive-in. If he's aware of the absurdity of arming oneself with a few sentences and standing against a power that can pierce time itself, he doesn't show it. The man has his share of weaknesses, perhaps more, but cowardice is not among them. Mal so eine Leuchtfackel nehmen statt den Granaten. Oh, you got yourself a little plan, do you? Von denen. So geht das. Okay, dann wollen wir mal hier. Ach so, nochmal zurück. Oder was? Nee, nee, wir müssen reingehen. Von hinten. Der übliche, das übliche Ding halt. Knallhart mit der Axt zugreifen. Okay, weiter sehe ich keine Manuskripte. Das könnte sich aber bald ändern. Mal die Reihenfolge gucken. Okay, jetzt ist das hier grün. So. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Champion of Light, zeig mir deine wahre Macht. So geht das. Thank you.
never getting out of this wake, never! Don't worry, I'll take care of your wife and your life! Kommt hier lauter Musik, die ihr nicht hören könnt, leider. Ich finde eigentlich diese kleineren viel gefährlicher als die großen. Ja, geht doch. So. Das hätten wir endlich geschafft. Dann noch das Projektorgebäude. Wenn das jetzt klappt, dann treten wir wahrscheinlich dem letzten Gegner gegenüber. Ich habe die Silhouetten des Wagens gesehen, die auch nicht gerade zugeflogen sind. So. What? You think whatever it is you're gonna do is gonna make a difference? This'll end up just like before! Wart's ab. Nachdem ich hier Munition nachgeladen habe, geht's dir an den Kragen. Hier lag nochmal ein Manuskript. 42. Langsam Spaß. Der letzte. Jetzt müssen wir wieder diese Schatten Strommäste. Den müssen wir ein Ende setzen und röhren und was auch immer. Adam Wake, komm schon. Na also. Gut, jetzt aber ran an die Schatten. Ups, ja, das war klar. Wieso können wir nicht nur 10 Batterien mit uns mittragen? Das ist doch unnötig. Oh, da kommen noch mehr. Da kommen noch mehr auf uns zu, deswegen renne ich mal weg kurz.
schon ein bisschen angsteinflößend hier im Nachhinein. Hier, weil es so saudunkel ist eigentlich. Wow. Shit, ey. Damit hätte ich nicht gerechnet. Damit hätte ich nicht gerechnet. So, und ein weiteres Mal hier. Und da kommen die auch schon. Los, 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 los. Meine Fresse, ey. Okay, ich muss mich dann einfach nur beeilen. Keine andere Wahl. Und weiter, 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 weiter. Geht doch, Mann. Es geht doch viel schneller. Alan Wake allein im Schatten. Again, the Champion of Light enters the final trap. The new reality. Is almost here. All he needs to do is change the details of the scene, push it past the breaking point, and the rest will snap into place. Uhrzeit einrichten. Filmrolle nehmen. Lampe wegdrehen. Und als letztes Filmrolle einsetzen. So sollte es klappen. Errungenschaft, verändern Sie die Realität zum letzten Mal. Not anymore. The Champion of Light has won. Alan? Das nehme ich mal an, ist seine Frau. It's really me. Das doch ungern an, Leute. Nein. Der hat sich's verdient. Und Mr. Scratch ist Geschichte, Leute. A man. Two lovers. Held apart for far too long.
enveloped in the light of a glorious dawn. They both feel it. He's home at last. Are these actual events, or merely a dream? A memory, or a glimpse of what is to come? One thing is certain. This scene takes place in another time, and another place, far, far away from Night Springs. Okay, dann heißt wohl wahrscheinlich das nächste, das Sequel dazu, Alan Wake Night Springs, oder was? Könnte alles sein. Okay, dann war das das Finale. Wir sind nicht mal gegen Mr. Scratch richtig angetreten, also gegenübergetreten mit Gesicht zu Gesicht. Ja. Ich überspring mal die Credits, sonst wird die Musik gemutet. Okay, dann war's das mit Let's Play Alan Wake's American Nightmare. Ich hoffe, ihr konntet's gut mitverfolgen und alles. Und ihr konntet's auch genießen. Dann mache ich mich mal ein weiteres Let's Play dran. Und wir sehen uns dann beim nächsten Spiel oder was ich auch immer ankündigen werde. Bleibt immer schön dabei, sage ich nur. Und danke fürs Zusehen. Also, bis dann. Ciao.